Was geht YouTube? Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind wieder in Minecraft und ich bin nicht alleine. Als allererstes haben wir die beiden Turteltauben, Mr. und Mrs. Brady. Hallöchen, wir wollten nur mal kurz Hallo sagen und ja, wir müssen dann auch schon direkt wieder weiter. Wir sehen uns. Okay, wir lassen sie mal alleine. Macht, aber macht schnell, denn das hier ist nur ein Intro. Wir gehen gleich rein ins Game, Alter. Als nächstes begrüße ich den verrückten Johnny. Hallo, ich komme gerade aus dem Nether und wollte jetzt ins Deep Dark. Wollen wir nachher vielleicht in Warden klatschen gehen? Okay, Alter, das ist nur ein Intro. Ich habe keine Zeit. Komm, mach dich ab. Und natürlich, das Beste kommt zum Schluss. Mit dabei ist auch Brad-Ivan. Brad-Ivan? Hallo? Digga, wo ist der Typ? Ja, ich bin ja schon unterwegs. Chill mal dein Leben. Fuck. Was geht, Leute? Ey, truck so. Was willst du? Halt's Maul. Ja, okay, scheiß auf ihn. Ihr seht, wir sind eine verrückte Truppe. Und zusammen ergeben wir The Mining Five. Digga, das ist auch ein Glitch, was hier passiert, oder? Ja, irgendwie. Ich glaube nicht, dass es für Minecraft gewollt ist. So viele Strings, Junge, holy moly. Auch jetzt Pendy. Aber Digga, was für ein Gewusel, Junge, holy shit. Ja, wir können uns ja gerade auch hinlegen, komm hier. Für uns ist noch nicht dunkel genug. Die Villager haben eine Stunde Zeitverschiebung. Ich muss nämlich auch mal wieder schlafen wegen den scheiß Dingern. Heute ist aber auch Brainlag-Tag. Junge. Ist ja widerwärtig. Okay, es geht also nicht weg, wenn jemand die Nacht überspringt. Hm? Dass du quasi. Das braucht immer ein bisschen. Die haben ja so einen Tageszyklus, die Villager auch. Die Sonne muss erst an einem bestimmten Punkt stehen und dann aktualisieren die ihre Angebote alle. Beziehungsweise wird das dann wieder zurückgesetzt. Ja, ich bräuchte eigentlich noch hier so was hatte ich jetzt gerade im Kopf? Ich hab's vergessen, scheißegal. Scheiß drauf, ganz ehrlich. Oh, hier sogar Reparaturbuch jetzt mit dafür 10 Emeralds, Alter. Mann, jetzt brauche ich Sticks. Den ersten. Aber Reparatur sollte ich genug haben. Glück, Federfall. Die hast du Holz dabei? Nee, ne? Nicht dabei, aber ich kann eben welches holen. Nee, alles gut, ich hole. Die Kohle. Übrigens, hier in dem Loch hatte ich auch ein bisschen Weizen angebaut. Ja, das hab ich schon gesehen. Fand ich irgendwie geil gemacht da. Um die Villager zu vermehren, aber ja, da sind schon ein paar viele drin jetzt. Ich sehe nichts von lauter Villager. Ja, ist blauer heftig. Oh, ich bekomme die ganzen Level. Ah, nicht schlimm, alles gut. Alle Dude. Haltbarkeit Effi habe ich drauf, aber Effi bräuchte ich trotzdem noch mal ein bisschen mehr. Wo war er denn eben? Dann muss ich mir mal ein Buch Reparatur. Maybe brauche ich das schon noch mal. Digga, wo war jetzt der Effi-Typ? 5 Flame. Digga! Effi-Typ, hallo, wo are you? So, jetzt ist hier noch einer, mit dem man Strings traden kann. Wo ist er denn? Das ist ja nett. Wo ist er hin? Komm her. Da ist er. Sehr schön. Ich brauche neue Strings. Erstmal entspannt den ganzen Tag trainen, Junge. So
So sehe ich das. So, will noch jemand Fletcher werden? Achso, geht ja nicht, weil ich muss ja auch irgendwann mal Bücher ablegen, ne? Digga, hier stapeln sich die Eisengolems, Junge, holy moly. Junge, Junge, Junge. Also vielleicht klappt das ja, dass wir da die Fletcher drin lassen können, weißt du, dass du dann quasi die Trading Hall nur aus so anderen Leuten besteht. Weil die Fletcher sind ja eigentlich relativ nice da unten. Mhm. Wo unten? Ja, bei dir da unten, wo die jetzt sind. In mein. Oh, da wird ein Eisenkolben geschnetzelt. Ich weiß nicht, ich höre. Ich meine, man kann ja auch quasi eine extra Emerald-Farm quasi bauen und die da rein. Ja, geht auch. Natürlich. So, noch einer, der strings tradet. Ich müsste eigentlich, ich bin so ein Opfer, Digga, ich müsste eigentlich auch mal wieder auf Englisch stellen. Aber ich denke mal, wir müssen relativ zügig auch jetzt wieder XP-Farm machen, ne? Ja. Quatsch. Weil wegen Dings hier, Tools aufladen. Ja, genau. Tools aufladen, Level holen für irgendwas noch zu enchanten oder. Wer macht den Durchbruch auf die Netherdecke? Das kann ich von mir aus auch machen. Ich wollte es vorhin eigentlich schon machen. Aber dann kam ein bisschen die Villager dazwischen. Ja, wenn du das gut hinkriegst. Ich habe letztens keine Ahnung, wie lange dafür gebraucht. Ja, weil ich aber auch, ich habe es vorher halt auch nie gemacht. Das war so das erste Mal und dann sofort so, boah, es klappt, wow. Ja, ich weiß noch, als wir noch auf Bedrock gespielt haben, da ging das nicht mal, ne? Ja, also, wo du es doch versucht hast und dann warst du doch da irgendwo geglitscht oder sowas. Ja, dann war ich da oben tot und ihr musstet mein Loot holen. Ja, war nicht schlecht. So, jetzt sind hier noch ein paar neue Fletcher, mit denen man dann jetzt auch Rings traden kann. So. Also irgendwie werden das immer mehr. Oder die Babys wachsen halt. Der eine hier hat keinen. Infinity hast du noch nicht, ne? Nee, hatte ich schon ein paar Mal, aber haben können. Ich kann aber welche machen, schnell. Moment, ja, maybe für Bogen direkt, weißt du? Ja. Ich benutze gar kein Infinity mehr, wegen Mending halt. Ja, gut. Chicken Farm habe ich ja genug Federn dann. Ja, ja. Super. Ich hab Bookshelf. Zack, zack, zack. Ja. Wer will? Riptide, das ist nicht, was wir wollen.
Grass Protection auch nicht. Ohne eins, ne? Jetzt ist schon wieder dunkel. Die legen sich schon wieder alle hin. Ach Gott, nein. Das gibt's doch nicht. Wie das hier aussieht. Ist das krank. Mal kurz ein bisschen Haya-Bubu machen. Da laufen sie doch wieder. Oh, wieder ein Gebäude fertig. Ja, ist auch Mending. Mending haben wir jetzt mal genug. Muss ich das alles nur noch gut kombinieren und dann sollte ich erstmal eine stabile Rüstung und so haben. Unbreaking 3 für 41 Emeralds, ich glaube, der spinnt. Infinity, ne? Ja, versuche ich gerade. Ja. Aber irgendwie wollen sie nicht. Jetzt, wo man es haben will, kommt es wahrscheinlich nicht. Ja, ja, normal. Weil denn jetzt mit Mending und Efi 5 oder 4 kannst du endlich mal zum Nether gehen für Netherite. Wird man es halt auch noch schnell finden, ne? Das Netherite. Ja, das wäre actually nice. Vor allem wäre es gut, es wäre teilweise echt OP, aber es wäre schon cool, wenn du mit Glück wenigstens ein bisschen mehr als immer nur einen da rauskriegst, so. Ja. Wenn es gut läuft, sind es halt mal zwei, ne, aber. Achso, du meinst aus. Wenn du allgemein abbaust, ja. Das sollte eigentlich nicht reichen. Ich wieder die XP rumgefunden. Ja, ich bin heiß, Junge. Jetzt geht's hier richtig los.
Aber Brady hat, glaube ich, den Lektron aufgesammelt. Ja. Ja. Hä, wo war denn Dings? Weiß nämlich nicht, ob ich genug Haltbarkeit-Bücher hab. Sleepy nicht. Digga, draußen Dude, Kiste, wo bist du? Eventuell auch noch welche. Ja, ich hab noch was. Nö. Ah, hier. Digga, ach, jetzt noch mal ein bisschen was. Weiß ja nicht, wie die haben wollen für Infinity. Kracht's aber auch, Alter. Ja, ich muss mal ganz kurz das Heim runter machen, Junge, das geht ja gar nicht. Wie auch die Villager ohne Job, die direkt daneben stehen, es nicht haben wollen, dann kommt da einer aus der Ferne erst angerannt. Ja, ja. Power 1, was will ich mit Power 1? Geh weg. Kommst halt auch echt so schlecht wieder raus aus dem Bumsladen da, ne? Alter. Kann es sein, dass du hier zwei von denen vielleicht mal geschlagen hast, weil die so teuer sind? Nee, wenn, dann gilt das nur für dich. Also, das überträgt sich nicht auf dich. Aber ich hab die nicht angefangen. Vielleicht nicht jemand anderen. Statt 14, 24, nee, auch nicht. Oder nee, das ist, wenn die nicht so viel aufgestockt haben. Manchmal. Infinity, da ist es. Nice one. Da bist du. Wo? Der hier, nee. Nee. Der da. Nee, wo ist er hin? Wo ist er hin? Hey, Dude. Hier. Ah, hier. Ah, perfekt. 18, Kuss, Dicky. So, Abfahrt, Eckart. Jetzt wird aber... Jetzt 100 pro reicht mir die Level nicht. 100%ig. Rüstung mache ich auch nicht, weil Rüstung ist eh fast am Arsch. Lohnt sich nicht. Achso, jetzt können wir ja wieder... Digga, war dieses Hage, ging mir irgendwann so dermaßen auf die Nüsse. Habt ihr die Eisengolems da ins Loch gemacht oder warum stehen die jetzt alle drin? Du kannst sollen da reingefallen. Kann sein, dass ich den ein oder anderen mal einen kleinen Schubs gegeben habe, aber sonst. Einfach wirklich eine automatische Eisenform, wirklich, also richtig automatisch. Ohne dass man was gemacht hat. So. Ich wollte noch Looting eventuell. So. Jetzt kurz mal hier meine Kakaofarm. Wieder aufstocken. So, perfekt. So. Komm, nehmen wir dich mal. Und dich mal mit runter. Okay, dann gucke ich jetzt mal, was ich daraus machen kann hier. Quatsch. Isst euch doch alle. Efficiency 4 für 51 Emeralds. Wir haben schon Effi 5 für 25 oder so. Jetzt pennen die schon wieder. Ich kann mich leider noch nicht hinlegen.
Okay, machen wir zuerst mal die Spitzhacke. Was wollt ihr alle? Jo. Und jetzt haben die wieder die Lecterns getauscht. Und ich weiß nicht, zu welchem der gehört. Och, Leute. Da, der war's, okay. Nein, der will jetzt die Level von mir haben. Arschloch. Okay, 8 Level nur noch, aber ist okay. Den gröbsten Teil schon mal geschafft.